Ja, und wir reden jetzt schon mal im Studio darüber. Professor Stefan Sell, Sozialwissenschaftler von Uni Koblenz, ist hier. Ich grüße Sie. Hallo. Ist es eine sinnvolle Maßnahme oder ein PR-Gag? Also ich glaube, wir müssen das erstmal zweiteilen, was Heil vorschlägt. Das eine bezieht sich ja auf das Kurzarbeitergeld. Mhm. Und da gibt es schon seit längerem eine Forderung, die Vergünstigungen, vor allem für die Arbeitgeber, die wir während der Finanzkrise hatten, beim Kurzarbeitergeld wieder einzuführen. Genau das plant er. Mhm. Da geht es nämlich darum, dass die Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge selber ihren Anteil weiterzahlen müssen. Und das soll der Staat übernehmen. Und deswegen sind die Arbeitgeber auch sehr zufrieden mit diesem Vorschlag. Mhm. Also das ist etwas, was wir schon gehabt haben. Ja. Darüber kann man diskutieren. Noch gehen die Kurzarbeiterzahlen nicht dramatisch nach oben. Der zweite Teil, der bezieht sich ja darauf, dass er sagt, man will qualifizieren. Also Leute, die dann nicht, die sollen nicht in die Arbeitslosigkeit fallen, sondern die sollen über Transfergesellschaften oder im Betrieb bleiben und dann mit staatlicher Hilfe und mit staatlichen Mitteln qualifiziert werden. Das verweist auf einen grundsätzlichen Strukturwandel. Das ist richtig, aber der Teufel steckt immer im Detail. Wohin sollen die Leute denn umgeschult werden? Wer entscheidet das? Wo ist denn der Bedarf? Wer sagt einem das? Also da ist noch viel Arbeit. Wo steckt denn der Teufel tatsächlich im Detail? Also das heißt, in der politischen Umsetzung, da gibt es ja schon Signale von Seiten der Union und auch beispielsweise von der FDP, wo man eigentlich erwarten könnte, dass die etwas gegen einen SPD-Vorschlag vorbringen. Aber da wohl nicht, sondern eher tatsächlich in dem, wie man das mit den Arbeitgebern dann aushandelt. Ja, nehmen Sie als ein Beispiel, um das zu illustrieren, Baden-Württemberg, bisher wirtschaftlich enorm stark, über 500.000 Arbeitsplätze sind dort in der Automobilindustrie. Wenn jetzt alle Auguren, die uns vorhersagen, dass wir dort nicht nur aufgrund der konjunkturellen, sondern aufgrund der strukturellen Entwicklung enorme Arbeitslosigkeit bekommen könnten in diesem Bereich, weil die Zulieferer brauchen nur noch die Hälfte der Leute, in den Automobilwerken nur noch die Hälfte der Leute. Aber das ist doch schon absehbar. Aber was machen Sie mit denen? Also sozusagen die Vorstellung, ja, wir qualifizieren die in andere Felder hinein, das ist wohlfeil. Aber die Frage, wo ist denn der Bedarf? Wohin schulen Sie jemanden, der bisher am Band bei Daimler geschafft hat? Wo schulen Sie den um? Und da sind wir erst am Anfang. Und da gibt es auch viele Fragezeichen an dieser Stelle. Das ist klar, wenn ohnehin alles runtergeht, wo soll reingestopft werden? Man könnte, wir reden auch gleich nochmal über die Pflege, man könnte in Pfleger umschulen. Das ist jetzt fast ein bisschen frech, wenn man das so sagen würde. Das hatten wir schon mal, denken Sie an die Berchleute im Ruhrgebiet. Ja. Da hat man damals auch gesagt, okay, wenn wir die nicht mehr brauchen, schulen wir die um in die Pflege. Wir haben allerdings damals schon lernen müssen, dass das auf dem Papier einfacher geht als mit Menschen in der Wirklichkeit. Und immer wenn ein Minister Geld in Aussicht stellt, dann gibt es ein paar Alarmlampen, die leuchten. Das muss ja alles bezahlt werden. Das heißt, wenn wir ohnehin eine Konjunkturdelle oder einen Abschwung haben, wird das Geld ja an anderer Stelle auch fehlen. Wie will der Staat das? Ja, beim Kurzarbeitergeld und auch bei der Qualifizierung, der Unterstützung, da sagt zum Beispiel das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, die sagen, ja, die Kasse der Arbeitslosenversicherung ist gut gefüllt, die haben Reserven von über 23 Milliarden Euro, die könne man ja jetzt erstmal nehmen dafür. Aber unterm Strich haben Sie natürlich recht, man muss sich klar machen, das sind erhebliche Mittel und offensichtlich möchte der Bundesarbeitsminister natürlich hier sein Etat dann entsprechend im Herbst auch aufgestockt bekommen, denn die Reserven der Arbeitslosenversicherung, die werden ja in dem Moment schon für das Arbeitslosengeld gebraucht, wenn es, hoffentlich nicht, aber wenn es zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen wird in den nächsten Monaten aufgrund der konjunkturellen Entwicklung. Ja, und dann kommen die strukturellen dazu. Wir nennen nur die Autoindustrie, hatten wir.